Er will nicht Politiker werden, der in seinen Handlungen eingeschränkt und korrumpierbar ist. Er tauscht seinen Schauspieler gegen den Regiestuhl ein, um auf seine eigene Weise zur Tat zu schreiten. Als Regisseur hätte er viel mehr Wirkung, denn als Senator oder Wahlkampfkandidat. Nehmen wir seinen ersten Film, Eine ganz normale Familie. Er dreht ihn 1980, im Alter von 44 Jahren. Er befindet sich in einer Lebenskrise. Seine Ehe löst sich auf, wofür er die Ablenkungen durch Hollywood verantwortlich macht. Und doch schafft er, der so gerne ein ganz normaler Mann mit Frau und Kindern sein möchte, es nicht, sich in dieses allzu normale Leben zurückzuziehen. Er bekommt die Chance, Regie zu führen. Der Titel des Films, Eine ganz normale Familie, spricht Bände. Normale Familien sind nicht normal. Normale Familien sind kompliziert. Man sieht den Widerspruch zwischen seinem Leben und seiner Karriere, die ihn zu dem Robert Redford gemacht hat, dessen Kunst zum Beispiel von der französischen Regierung ausgezeichnet wurde. Die Filme, die er drehte, handeln nicht nur vom American Way of Life, sondern von der Conditio Humana an sich. Er zeichnet ein ziemlich kritisches und ich würde sagen für die Amerikaner ketzerisches Bild der Familie. An der Oberfläche zeigt er eine bürgerliche und in jeder Hinsicht intakte und ökonomisch erfolgreiche Familie. Und an diesem Bild beginnt er dann immer stärker zu kratzen. Er zeigt die Kehrseite, die weit weniger freundlich und rosig aussieht. Und er tut dies in einer beinahe europäischen, sehr subtilen Erzählweise, die stark über das Unausgesprochene, die stillen Momente funktioniert. Als Schauspieler hat Redford bisher keinen Oscar gewonnen. Er bekommt ihn als Regisseur für seinen ersten Film. Man darf nicht vergessen, wie wichtig es für Redford ist, zu gewinnen. Es geht ihm nicht nur darum, wie man das Spiel spielt. Du musst gewinnen. Das geht noch tiefer, bis zum Mythos vom Überleben. Fressen und gefressen werden. Du musst gewinnen. Ich möchte zeigen, dass die Menschen nur dem Sieg Bedeutung beimessen, niemals den Anstrengungen. Gerade weil sie die Grundlage für den amerikanischen Traum bilden, sind es die Anstrengungen, die den Sieg zu etwas Großem machen und das Scheitern zu etwas Berührendem. Doch natürlich zählt nur der Sieg. Ich würde ihn nicht als Film über Baseball bezeichnen. Es ist eine Allegorie. Schwer zu beschreiben, worum es in diesem Film geht. Es geht um das Zurückholen eines verlorenen Traums. Und irgendwie auch um eine zweite Chance. Die Allegorie von Baseball und Leben erzählt davon, dass jeder sich wünscht, eine Chance zu bekommen. Ruhm kann gefährlich werden. Er verdirbt unsere eigene Sensibilität, bringt uns in eine Position, in der wir Gefahr laufen, eher ein Objekt als ein menschliches Wesen zu sein. Manchmal sind diese äußeren Einflüsse erschreckend mächtig. Pollack bietet Redford die Rolle eines Großwildjägers an der Seite von Meryl Streep an. Der dem Film zugrunde liegende Roman von Karen Blixen erzählt die Geschichte zweier Menschen, die die Kraft finden müssen, tief traurigen Ereignissen etwas Positives abzugewinnen. Sidney hat sehr viel zu Bobs sehr blondem, sehr glamourösem Image beigetragen. Er hat sein Image als Pin-Up begründet und verfeinert. Und Bob war damit einverstanden. Er spielte da gerne mit. That's precisely what it is. He's a character actor in the sort of outer accoutrements of a leading man. He's much more complex than people usually think. Often they can't get past the blonde hair and blue eyes, but I find a very complicated and interesting character, very American and uniquely right for the kind of love stories that I like to do. But this I tell to thee, thou wedding guest. Lay your head back. He prayeth well, who loveth well, both man and bird. That's better. Sidney was jealous. Sidney war eifersüchtig, weil Bob diesen unglaublich intimen Moment, diese
spontane Nähe lebte, die über das hinausging, was im Drehbuch stand und was Sidney sich für diese Szene gewünscht hatte. Und so kam es zu Spannungen zwischen ihm und Sidney. Interessanterweise reden die Leute oft über seine Spielweise, über das Wesentliche, das er den Rollen verleiht, die er auswählt. Doch für mich hat das viel mit Kalkül zu tun, mit einer Maske. Wir brauchen das für den Fortbestand der Spezies. Wir brauchen einen Mann, der sexy und romantisch ist und sich in Frauen einfühlen kann. Für eine Frau ist es leicht, so jemanden zu lieben. Wenn das Schicksal oder die Götter dir ein besonders symmetrisches Aussehen geschenkt haben, dann macht dich das traumhaft attraktiv. Alberti hat das mal über die Symmetrie künstlerischer Komposition gesagt. Es macht dich gut verkäuflich, attraktiv für das Publikum. ...1988 realisiert Redford seinen zweiten Film. Milagro erzählt vom Leid eines Farmers in New Mexico, der gegen die Vertreter multinationaler Konzerne aufbegehrt, die das Land zu kommerziellen Zwecken ausplündern wollen. Redford macht sich zum Fürsprecher von David gegen Goliath. In Milagro, sagt Redford, steckt alles, was ich liebe. Es ist ein Hohelied auf den menschlichen Verstand und den menschlichen Mut. Überall siegt der Profit. Eines Tages wird es nur noch den Profit geben, keine Natur und keine Kultur mehr. Und dann wird es zu spät sein, das Rad zurückzudrehen und zu sagen, man hätte von nichts gewusst. Dann folgt Havana, die siebte und letzte Zusammenarbeit der beiden Freunde, deren Freundschaft bald ein abruptes Ende finden wird. I was trying to imagine Redford sitting across the table from her, let's say, and I thought, well, I would really be interested in that, and I would say that she's a match for him. She's not going to be a young girl who's going to go, oh my God, Robert Redford, and I'll do whatever you want, you know. Roll. There's a very interesting combination there between these two, between Redford's very American, blonde, golden look and her dark, intense, slightly foreign look and feel and sound. And so this combination is kind of exotic, I think. Die Liebesgeschichten in Pollacks Filmen nehmen selten ein gutes Ende. Für Bob stand fest, dass er mit Sidney Pollack am besten zusammenarbeitete. Die beiden hatten einen besonderen Draht zueinander. Sie beflügelten sich gegenseitig mit ihrer Energie. Doch das führte auch zu Kämpfen. Manchmal taten sie sich schwer miteinander. Sie lernten sich 1960 bei dem Film Hinter feindlichen Linien kennen. Laut Sidney waren sie von Anfang an wie Brüder, als wären sie eins miteinander. Keines der Paare, die er für Redford erfindet, bleibt lange zusammen. Auch das Paar in Havana entgeht dieser Regel nicht. Und auch nicht das Paar Redford und Pollack. Freundschaft ist sehr wichtig im Leben, aber sie ist nicht leicht zu finden und auch nicht leicht zu bewahren. Man findet einen Freund, kommt zusammen, erlebt gemeinsame Abenteuer und dann zerbricht etwas und man geht getrennte Wege. Und die Freundschaft zieht vorüber wie ein Fluss. Es geht um eine liebevolle Familie in Montana zwischen 1910 und 1930, die sehr mit der Natur und besonders mit einem Fluss verbunden ist. Es geht um eine echte Familie, nicht um modernen Mumpitz wie etwa die Animationsserie Family Guy. Es geht ganz ernsthaft um Familien und ihre Gefühle. Als ich den ersten Satz des Buchs gelesen hatte, in unserer Familie gab es keine klare Trennlinie zwischen Religion und Fliegenfischen, wusste ich, dass das etwas für mich war. Denn dieser Satz ist Tatsache und Metapher zugleich. Die Lektüre des Buchs verschafft einem ein sehr starkes Gefühl dafür, was in unserem Land verloren gegangen ist. Etwas von sehr großem Wert.
Zugleich spürt man eine große Wertschätzung für das, was davon noch übrig ist. Und das entspricht meinen eigenen Gefühlen für die Natur in einem beinahe religiösen Sinn. Nicht zu Unrecht nennt man Montana einen der letzten großartigen Orte. 1994 dreht Redford seinen vierten Film, Quiz Show. Er begann selbst Filme zu produzieren. Er plante eine Trilogie aus Kommentaren und Essays über den Zustand Amerikas. Einer dieser Filme war Schussfahrt, der von einem Pyrrhus-Sieg im alpinen Skisport handelt. Der zweite war Bill McKay, der Kandidat, über einen Pyrrhus-Sieg bei Gouverneurswahlen. Und der dritte, bei dem er auch Regie führte, war Quiz Show. Darin geht es um die Manipulation und das große Geschäft in den Medien. Eine autobiografische Geschichte, die sich auf ein bestimmtes Erlebnis von Redford bezieht. Man kann Quiz Show als eine Art heimliches Selbstporträt betrachten. Das Porträt eines Schauspielers, der sich für seinen Status als Star und für die Gerüchte interessiert, die über ihn kursieren. Redford, der unwiderstehliche Frauenheld. Redford, der Musterbürger. Hat er sich wirklich nichts vorzuwerfen? Redford stellte diese Szene in seinem Film Quiz Show nach, in dem der Teilnehmer einer Quiz-Sendung von den Leitern des Fernsehstudios mit dem Satz konfrontiert wird, es geht hier nur ums Geld, also sei brav, dann verdienst du Geld. Redford erzählt also davon, wie sehr Hollywood ihn wollte, während er nicht nach Hollywood wollte, worauf man ihn dort umso mehr wollte. Er spricht von einer Art umgekehrter Psychologie. Ich habe überhaupt nicht psychologisiert. Ich habe einfach reflexartig reagiert. Ich war dumm. Erneut geht es also um seinen Instinkt, der eine echte Gabe ist. Er folgt ihm wie ein Held aus der Mythologie. Er sagte also, ich habe keine Lust, ich will das nicht. Doch dann sagte der Junior Agent Star Castletine, na gut, mein Junge, verzichtest du auf Hollywood, dann verzichtest du auch auf die Kohle. Und natürlich reizte Redford der finanzielle Aspekt, denn er war in seinen frühen Jahren ziemlich pleite und er lebte mit seiner Frau in New York in einer Wohnung ohne warmes Wasser und ohne Fahrstuhl. Also beschloss er, es doch zu tun. Interessanterweise wird Redford heute als mythische Figur betrachtet. Make that the marks, the tracks go straight forward. If she gets too much to the left, then she blocks the mind. He would be able to relate, for example, the Old Testament to the story of God. Er wäre zum Beispiel fähig, die alttestamentarische Geschichte um Gott, Hiob und die Gerechtigkeit mit der Rechtsprechung im altgriechischen Mythos von Zeus und Prometheus zu verbinden. Über Buck Brenneman, den Mann, der ihn zu seinem Film inspiriert hat, sagt Redford, ich verstand die Werte, auf die er sich berief. Ich fand darin meine eigenen Erfahrungen, Bedürfnisse und Sehnsüchte wieder. An der Oberfläche gleicht er der goldenen Ikone, von der Pollack sprach. Doch sein Mythos gründet auf wirklicher intellektueller Rationalisierung. Man findet das in allen seinen Rollen und sehr stark in seinen Regiearbeiten wieder. Sie sind alle strategisch angelegt, beleuchten die Reise des Helden durch die Mythologie. Ich möchte betonen, dass er ein sehr wissbegieriger Mensch ist. Er nimmt seine Geschichten nicht leicht. Er sagt sich nicht, jetzt mache ich zwei Banditen. Er sagt sich, welche Auswirkung wird es haben, wenn ich zwei Banditen drehe. Auch bei Filmen wie Ein unmoralisches Angebot macht er sich die Entscheidung nicht leicht. Er achtet immer auf die Wirkung eines Films, was er für die Jugend oder die Kultur bedeutet oder für die Geschichte Amerikas, die in den letzten 150 Jahren durchgerüttelt wurde. The stars themselves did what they do best. Pose, pose, and pose again. So the Hollywood thing for Redford. Hollywood bedeutet für Redford, ein Spiel zu spielen, eine Maske aufzusetzen. Und ihm ist bewusst, dass alles, was er für die Förderung des Sundance Festivals getan hat, von Geldmitteln abhing, die er von allen Seiten aufgetrieben hat. Von staatlichen Stiftungen zur Förderung von Kunst bis hin zu wohlhabenden Privatpersonen.
Und das gelingt nur, weil er das Spiel der Hollywood-Gesellschaft mitspielt und seinen Tom Ford-Anzug trägt und sein Nachrichtensprecher-Lächeln aufsetzt. Und dafür sorgt, dass er dem Glamour-Aspekt einer Kultur Genüge tut, nach der wir alle süchtig sind. Schließlich wollen wir alle an Weihnachten einen feinen Anzug tragen. Und auf genau dieses Spiel lässt Redford sich ein. Well, I think one of the threats to freedom of expression probably in the mainstream part of the industry is whether the bottom line sensibility that sometimes over controls the industry is going to allow you to do what you want to do. 2016 realisiert Redford seinen 7. Film, stets auf der Suche nach der Wahrheit. I've always been interested in politics as a Politik war für mich immer ein interessantes Thema, weil ich mich ganz grundsätzlich für Amerika interessiere. Es interessiert mich nicht sonderlich, Filme über andere Länder zu machen. Das sollen andere in ihren eigenen Ländern tun. Mein Hauptthema ist, wie steht es um mein Land? Welche Themen sind in meinem Land aktuell? Und unter dieser Kategorie fällt auch dieser Film. Es geht darin nicht um einen bestimmten Krieg, ein bestimmtes aktuelles Ereignis. Es geht um Faktoren, die im Laufe der Zeit zu bestimmten Mustern geführt haben. Der Film soll nicht bestimmte Probleme behandeln, sondern tiefer gehen. Er hat ein unglaubliches Talent, auf so vielen verschiedenen Hochzeiten zu tanzen. Er ist Schauspieler, führt Regie, entwickelt Filmstoffe, produziert Dokumentarfilme, ist Sponsor, fördert unabhängige Filmemacher ethnischer Minderheiten, interessiert sich für Umweltprobleme und Politik. Doch sein politisches Interesse gilt nicht amerikanischer Parteipolitik, sondern es ist globaler Natur. In diesem Sinne ist er ein Global Player. Sein Interesse für Amerika ist an sein Interesse für unseren Planeten und die ganze Welt gekoppelt. Redford definiert sich weiterhin über seine Filme. Kein Ruhestand, keine Pause. Weitermachen, solange die Kraft dazu reicht. Redford ist fest entschlossen, auf der ewigen Suche nach der Wahrheit all das immer wieder auf sich zu nehmen. Bob's great to work with. You know, he had this piece that he was going to do with Paul Newman for a long time, and then Paul died. After a year or two, he approached me with it. I knew about the piece. Can you lend me a little money? I'm kind of broke. You know, Mr. Redford, they took all my money. I'm 2015 verkörpert Redford in Der Moment der Wahrheit Dan Rather, den berühmten Nachrichtensprecher der CBS, der es für eine gute Idee hielt, George Bush Jr. vorzuwerfen, dass dieser alles getan habe, um sich vor dem Vietnamkrieg zu drücken. Daraufhin musste Dan Rather nach 35 Jahren im Dienst seinen Hut nehmen. We have no entanglements politically, corporately or any other way. Investigative stories are a very important part of the watchdog role that journalists play in our society. It's right at the red beating heart of good journalism, what I consider to be patriotic journalism, to investigate, to dig down deep, and try to expose corruption, double dealing, lies. Wieder machte sich Redford zum Herold einer Ungerechtigkeit, ja, einer Schande für Amerika. Ein weiterer Kreuzzug für unseren unermüdlichen Captain America. Anatomie einer Entführung ist ein dramatischer Thriller, dem Zeitgeist entsprechend extrem pessimistisch. Es ist für ihn die Vorahnung vom Ende des amerikanischen Traums. Vielleicht das Ende aller Hoffnung. Was, wenn alles verloren wäre? Er sagte, er hätte mir die Rolle auf den Leib geschrieben. Das berührte mich. Ich spürte, dass diese Arbeit genau zu diesem Zeitpunkt sehr aufregend werden würde. Auf seiner Reise als Alleinsegler im Indischen Ozean entdeckt ein Mann eines Morgens, dass der Rumpf seines Segelbootes leckt. Trotz seines seefahrerischen Könnens und einer seinem Alter trotzenden physischen Stärke überlebt er nur knapp. Ich konnte diesen Mann und seine Vision am besten darstellen, indem ich mich ihm völlig auslieferte. Schau dir keine Filme oder Nachrichten an, schau nicht auf die Monitore, sei einfach ganz deine Figur. Das war genau der richtige Weg. Für mich als Schauspieler war das eine großartige Herausforderung. Ich musste vollkommen in meiner Figur aufgehen.
Am Rande sei erwähnt, dass die Figur von Redford dort Schiffbruch erleidet, wo 32 Jahre zuvor, am 29. November 1981, Natalie Wood auf rätselhafte Weise vor der kalifornischen Insel Santa Catalina ertrunken ist. Der Sturm sollte erst auf den Stufen von Cannes enden. Ironischerweise war auch der Regen zur Stelle. Die Natur bringt sich dem Künstlichen und dem Glamour stets in Erinnerung. It's actually barefoot in the park, it was me that couldn't keep my hands off him. I was constantly forcing myself on him. Did you miss me today? No. Why not? Because you called me 8 times. I don't talk to you that much when I'm home. Their bridal heaven in Greenwich Village. Well, in the first place, Paul, it's just a little hole. And in the second place, what do you want me to do? Go to pieces. Like me. It's the Wake Up, Break the Rules, Rock the Boat, Live It Up Comedy of the Year. We played that young love just getting married, and now we played old people's love and old people's sex. Although, you know, in my opinion, Ritesh cut the sex scene too soon. But, or maybe that was you that decided to cut it too soon. No, it wasn't me. I don't know. He doesn't like sex scenes. It was a very I live for sex scenes with him. it was a really hard decision. He's a great kisser. So it was fun to kiss him in my 20s and then to kiss him again in my almost 80s. What do you mean almost? I'm speaking for myself. Okay. When I made the last movie with him, the Sundance Institute was just beginning. And now what he created has really changed American cinema in the most profound ways. And so I not only love him and admire him as an actor, a director, and a producer, but this is a man who has had a profound effect on American cinema. It's never too late. If you're brave, if you're willing to take risks and make a leap of faith, you can become what you were meant to be, even if you've never been that before. And that's what the film is about, in my opinion. A great kisser nannte ihn Jane Fonda, einen guten Küsser. Man könnte Redford als den Mann betrachten, der alle Schönheiten von Hollywood geküsst hat. Genauso, wie ihn sich Pollock vorgestellt hatte. Doch bei all den Küssen darf man nicht vergessen, dass das Leben eines schönen Tages zum letzten aller Küsse führen wird. So is this really your last film? Probably, yes. Colin can never say never, but... In seinem letzten Film, Ein Gauner und Gentleman, ist er ständig auf der Flucht. Auch das eine Form der ewigen Suche nach der Freiheit. Immer wieder neu anfangen. Und die Freiheit ist tatsächlich ein Grundwert. Zunächst, wie es im ersten Zusatzartikel der Verfassung steht, für jeden Amerikaner, aber auch für die Kraft des Individuums. Er spielt einen positiven, liebenswerten Gangster, in dem sich der Zuschauer wiedererkennen, mit dem er sich identifizieren kann und der in gewisser Weise den Kreis zur Figur des Sundance Kid aus Zwei Banditen schließt. Look, this is it. This is our only planet, our only life source. This may be our last chance. Our planet's resources are limited, but there's no limit to the human imagination and our capacity to solve bigger problems. So only by acting now and standing together behind a universal climate agreement can we live up to the UN's promise that was made years ago, its founding promise. And only by acting now and standing together can we achieve the results we need in the time that we have left. And only by acting now and standing together can we begin to tip the scales and change the course of history. And I, for one, hope you will embrace that role with courage
and conviction. Thank you. Redford sagt über sich selbst: Ich habe das Gefühl, je besser man die Geschichte kennt, desto besser ist man gerüstet, um seine eigene Zukunft zu gestalten, anstatt sie nur zu erdulden. Heute scheint es, als versuchten wir, eine neue Kultur zu erfinden. So als versuchten wir instinktiv, der Erde zu entfliehen, bevor sie stirbt.